Ja, ich wollte gerade schon sagen hier, ne? So hängt das doch mit seinem Stummelchen. Aber die Lava steigt. Finde ich ja gar nicht so gut. Was sagt sie denn jetzt hier eigentlich? Der Laden hier ist total. Ja, okay. Gut, hat ja lang genug gedauert. Könntest du einfach. Das kriegt sie einfach so hin. Und jetzt wieder vorbeigesprungen wäre. Ich bin geplatzt. Okay, scheiße. Okay. Die ist aber unvorsichtig. Tja, ich meine, ich weiß zwar, dass es mit Nadla noch nicht war, aber ich frage mich halt, was mit ihr jetzt so ist. Wie sie das denn halt überleben könnte. Wäre natürlich dann interessant, wenn sie das jetzt schon überlebt hat, ob sie dann aus Underworld den Hammerschlag auch überlebt hat. Und wo sie da in dieses, was auch immer da reingefallen ist. Wäre natürlich dann auch nervig, wenn die halt einfach nicht stirbt, die Alter. Oh, es war weit weg. Oh, so einer auch noch. Der macht fast mehr Schaden als der Endboss gerade. Aber er hält nicht so viel aus. So, erstmal Zeug einsammeln. Da ist ein Hebel. Hier unten ist auch ein Hebel. Was passiert, wenn ich an dem Hebel ziehe? Okay, geht die Tür zu. Und die Tür auf. Komme ich hier einfach rüber gesprungen? Nee, schade. Blöd. Aber vielleicht muss ich auch erstmal durch die Tür. Denn das wäre ja ansonsten ein bisschen einfach, ne? Hebel und durch die Tür und weg. Ja, zwar mal was Neues. Ich meine, rein theoretisch. Wir haben den Endboss besiegt, wir haben Nadla in die Lava geschmissen. Eigentlich können wir jetzt ja auch Schluss machen. Hallo. Ja genau, und er mischt sich halt auch noch ein. So. Dann stirbt er dann mit einem Schlag. Praktisch, dass hier immer Munition rumliegt. Okay. Hier ist Wasser. Und da eventuell ein Ausgang. Da kommen wir nicht lang. Okay, hier kann man nicht. So, was gibt's denn hier? Ist das ein Hebel? Tatsächlich. Achso. Da
Boah, erschreckt mich nicht immer so. Ja gut, der hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Nee, da bin ich nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das hier nur für ein Geheimnis ist. Aber da oben ist ja auch noch ein Hebel. Oh, eine kleine Rolle eigentlich mal. So, was macht denn der Hebel? Da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt geht die Tür wieder auf. Aber wozu? Wozu kann ich denn sozusagen wieder zurück? Ach, scheiße. Also langsam macht mich das wuschig, dass ich hier überall runterfliege und sterbe. Ich möchte mal wissen, warum ich hier wieder zurück kann. Muss ich wieder zurück dann? Ich meine, im Moment haben wir ja eigentlich noch einen Weg offen, wo wir lang können. Aber wir ziehen den einfach mal. Gut, hier habe ich nicht gedacht, dass man rüberspringen muss. Scheiße, ich war doch daran. Dann darüber. Und dann dahin und dann kommt man eventuell. Weiß ich nicht. Das kommt alles viel zu schnell hier. Ich habe eigentlich schon mit Lara abgeschlossen. Ich dachte, das wäre es jetzt gewesen schon wieder. Okay. Erst Munition. Und dann sind wir hier. Okay. Also hatte das doch einen Sinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen. Ich muss jetzt aber mal kurz hier reingucken. Aha. Der war ja relativ einfach. Aber... So, kann ich da hier auch dran springen? War das nicht eben schon frei alles? Dachte ich. Hm. Ja. Kacke. Wo hat er jetzt zuletzt gespeichert? Kacke! Ja. Nee, Moment. Jetzt will ich hier erstmal da hinten gucken, was da Phase ist. Beziehungsweise können wir ja den sowieso schon machen. Wie man den ran kann, weiß ich nicht genau. Nee, irgendwie besser. Ups. Ach so. Okay, hier geht's nicht weiter. Ich dachte immer, hier wäre noch ein Ausgang, aber scheinbar nicht. Tja, wie komme ich denn an den ran?
So nicht? Okay. Da ist er schon wieder oben, das ging aber schnell. Gut, dann müssen wir nur noch die Scheiße hier nochmal machen. Okay, halt, stopp. Wobei, da komme ich doch eh nochmal hin, oder? Ah, ist egal. Ach, haben wir schon. Haben wir schon. Gut, dann haben wir den Fortschritt jetzt auch schon mal gespeichert. Das ist ja schon mal was. Mann. Ach, jetzt habe ich. Ich wollte eigentlich das Große nehmen. Das hier weiß ich halt nicht, ob wir das brauchen. Falls ja, wofür? Ob wir da irgendwas übersehen haben? Ach, Kacke. Ich bin aber auch manchmal echt ein Trottel. So, na gut. Dann können wir uns da ein bisschen besser drauf vorbereiten hier mal. Endlich mal. So. Ah, hier. Das geht mir aus dem Sack. Jetzt haben wir das scheiß Ding da hinten doch noch nicht eingesammelt. Machen wir aber gleich. Also, nachdem das hier fertig ist, dann holen wir uns das Ding noch. Guck mal, was ist da unter Wasser, wohin es da hin. Sag mal, wie schnell muss denn da sein? Was soll denn da? Ey. Ey. Oh Mann, oh. Ich hab so keine Lust mehr. Weil das Frustrierendste dabei ist ja, dass ich das ja schon mal geschafft habe. Und der Nervsack hier. Ich weiß halt nicht, ob wir die Tür überhaupt brauchen. Aber ich mach's halt einfach immer wieder auf. Wenn die Zwischensequenz wenigstens nicht immer kommen würde. So, hepp. Echt schnell abspringen. Okay. Ich dachte, wir hätten da gerade was eingesammelt. Naja. So, weil die anderen nicht davor sind. Okay, da haben wir gespeichert. Warum hat er aber vorhin nicht gespeichert? Da sind wir dort gestorben und mussten den ganzen Bums nochmal machen. Das ist doch doof. So, dann haben wir jetzt zwei solche Geheimnisse. Dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Okay, zur weiteren Höhle. Gut. Schwächepunkt. Ich wollte gerade schon sagen. Jetzt fällt natürlich auch alles zusammen. Warum auch nicht?
ich jetzt nach oben oder muss ich... Nee, nach oben. Sieht aber nicht gut aus. Nee, das war die falsche Richtung. Muss ich mich hier fallen lassen? So, weiter unten. Und jetzt? Ich bin nicht so ganz sicher, ob das richtig war. Scheinbar doch. Scheinbar doch nach unten. Ah, die gehen auch noch unter. Finde ich ja gar nicht cool. Jetzt auf einmal machen sie mit so einem Zeitscheiß rein. Bei sowas bin ich doch gar nicht gut. Nein! Ach, Mist. Ich habe das nicht so ganz registriert, dass die da rumeiert. Jetzt sind wir natürlich wieder hier. So an der Lava vorbeizuspringen. Gar kein Problem. Achso. Okay. Ja, schön. Also Speicherpunkte kommen trotzdem immer ganz gut. Ich habe tausende von Jahren darauf gewartet. Ist dir klar, was du getan hast? Das Blut an deinen Händen. Denkst du, es wurde zum Wohl der Menschen vergossen? Oder für deine selbstsüchtigen Ziele? Horch in dich hinein, Lara. Dein Herz ist so dunkel wie das meine. Okay. Aber ich meine, wenn die tausende von Jahren rumwarten kann, dann... Also ich meine, wenn die eh unsterblich ist, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn sie mal noch... Das sind 1000 Jahre gewartet hat. Hä? Der Schubser. Sagt sie hier eigentlich was? Ratlas Flügel scheinen unter dem Sturz in die Lava gelitten zu haben. Na, wenn es nur die Flügel waren. Sie aber auch als Haushält, also Nattlammer. Mensch, ist jetzt mal Schluss hier. Alte Schulter. Oder muss ich was anderes machen? Eigentlich sieht das ganz gut aus bis jetzt. Naja. Vielleicht nicht so gut, aber relativ. Ich kann nicht sterben, du Närrin.
Früher oder später geht dir die Munition aus. Nö, mir nicht. Also ihr nicht. Müsst ihr nicht auch irgendwann das Mana ausgeben? Was ich hier machen muss. Ich hätte gedacht, irgendwie das Ding auf ihrem Rücken vielleicht mit dem Haken wegziehen. Mensch. Schau mal deine Base, Alter. Also kriegt ja auch keinen Schaden so. Ich sag mal, das mit der Munition ist nicht so schlimm, aber meine Medipacks werden bald alle gehen, denke ich. Wenn ich hier nicht langsam eine Lösung finde. Ja. Was sagt sie denn jetzt? Nadla entblößt nach bestimmten Angriffen ihren Rücken. Ja, schön. Das nützt mir aber nicht. Oder muss ich dann, wenn sie so wegflattert? Das nicht. Okay, das war schlecht gesprochen. Die erwischt mich halt trotzdem immer. Das ist ein Schicko. Ja gut, das... Das ist halt scheiße, wenn du ausweichst und trotzdem getroffen wirst. Vielleicht müsste ich nach hinten ausweichen. Hat das was gebracht? Nö. Mann, warum erwischt ihr mich immer so gut? Ja, genau.
minimal hat das was gebracht, habe ich gesehen. Na, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ah ja, doch, okay. Mensch, so schwer war das vorhin nicht. Aber... warum klappt das nicht? Aber warte, da wäre natürlich die Schrot ganz gut. Sieben haben wir noch. Das schaffen wir. Lara. Ach, scheiße. Vielleicht schaffen wir es auch nicht. Ach, scheiße. Ein bisschen vor. Mann. Na klar. Mach doch mal ordentlich. Ach, scheiße. Ich baller zu früh. Ah, einmal noch. Krieg mal hin. Nein. Scheiße. Ja, genau. Schade. Was hast du denn schon erreicht? Nichts. Weil deine Gnadenfrist bis zur Vernichtung der Menschheit. Diese Insel ist nur ein Überrest von Atlantis. Ich werde andere finden. Du, Lara, du hast alles verloren. Nicht. Thank you.
Okay, cool. Wir haben Cheats freigeschaltet. Schön. Ja, wir speichern mal. Jo, das war's mit Tomb Raider Anniversary. Praktisch der erste Teil nochmal ein bisschen schick aufbereitet. Also ein bisschen gutes Stück. Da haben wir... Da hat die zarte Lara einfach mit ihrem Greifhaken diese riesen Statue mal eben runtergezogen. Hat eine Weile gedauert, bis ich das mit Nadla begriffen habe, wie man es bekämpfen muss. Aber die hält ganz schön viel aus, ne? In der Lava geschmissen. So eine riesen Säule auf die drauf geknallt. Ja. Und ich weiß auch nicht, warum sie immer so auf ihre Hände starrt und so rumtrauert. Ich meine, eigentlich hat sie ja nur den Larsen getötet. Die anderen zwei haben sich selbst getötet. Gut, Nadla, aber die mussten wir töten, weil die war ja... Die wollte ja alle anderen töten. Und halt ein paar Tiere am Anfang, aber das... Ja, ne? Zählt ja hier nicht. Ne, ansonsten ganz cool. Also ich freue mich. Ich weiß noch nicht, ob ich den allerersten Mal spiele, so ohne... Ohne Neuaufbereitung, also ganz klassisch, wie er früher war, aber wie gesagt, in Steam ist er halt in Englisch irgendwie. Und die Steuerung ist komisch und eh alles ganz komisch. Ja, ich freue mich, dass er, wenn jemand bis hierhin zugeguckt hat, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei irgendeinem anderen Tomb Raider-Teil. Bis dann. Tschüss.